Stamm steht bereits jetzt schon oben, Federica Brignone, und ihr erging es ähnlich hier mit den beiden Abfahrten. Hat das Lächeln so ein bisschen verloren, gestern auch wieder nur 23. gewesen und du hast im Vorfeld herausgearbeitet. Sie hat wenig Stockholmplätze in dieser Saison zusammengebracht, nachdem sie ja letztes Jahr den Gesamtweltcup gab für sie und ihr so ein bisschen das Lächeln auch vergangen ist. Ja, harte Tage hinter sich gehabt, da gerade jetzt in Cortina natürlich bei der Heimweltmeisterschaft. Sommer aber heuer schon im Super-G oben gestanden auf dem Podest. Und ähnlich wie bei der Francesca zuvor ist es heute ein neuer Tag und sie kann halt wieder zeigen, was sie drauf hat. Legt hier auch gleich los wie die Feuerwehr in Oberteil. Sauber, wie sie da rüber geht. Jetzt bin ich gespannt auf dieses Doppeltor. Also ja, da gibt man ein bisschen mehr Raum beim ersten Tor, man bleibt da weit weg. Genau. Federica macht es ganz gleich wie Francesca Masalia. Vielleicht können wir den noch ein bisschen besser auf Zug durchfahren. Bin ich mal gespannt, wie das die Lara dann löst. Aber trotzdem, ja, wirklich stark unterwegs. Also sehr lässig zum Fahren. Da sieht man förmlich bei den Läuferinnen, wie die da rangehen an die Sache. Voll motiviert, voller Aggressivität heute wieder. Federica Brignone. Auch hier den Teil, wo es jetzt einfach gilt, das Tempo komplett mitzunehmen, das hat sie perfekt gemacht. Ja, unglaublich, bleibt nochmal höher, das heißt, wird nicht in die Kompression reingedrückt, das heißt, kommt ganz frühzeitig den Ski auslassen und war der Mordstempo. Und sie war oben an dem Doppeltor, also da ist sie ganz eng geblieben, nur enger wie alle zuvor und vor allen Dingen auf Zug. Und das hat man gesehen bei der Tammy, das hat einfach wirklich viel Zeit gekostet, Weg und dementsprechend dann Zeit. Richtig, das hat sie perfekt gemacht, dieses Doppeltor oben, und da hat sie den ganzen Dampf mit rausgenommen. Federica Brignone, das Lachen, das ist jetzt wieder da, am Limit hier. Schau mal die Schräglage, Wahnsinn. So muss es sein. Ja, sind wir gespannt, was da noch drin ist im Lauf. Ja, da sind wir gespannt. Manchmal linienmäßig kommt mir vor, kann man vielleicht noch einen Tick frecher fahren, aber schauen wir mal.